es spezielle Pflegeheime für Menschen mit Demenz und welche Pflegeheime mit welchen Dienstleistungen sind zu empfehlen? Wir haben in Österreich ein Konzept der Demenzstationen, also wo sich Pflegeheime dazu bekennen, dass sie wirklich ganz speziell für Menschen mit Demenz ein Angebot zur Verfügung stellen. Dazu muss man wirklich sagen, also wir haben vor kurzem eine Untersuchung abgeschlossen, wo wir uns angeschaut haben, wie viele Menschen mit Demenz in Pflegeheimen heute in Österreich leben. Und es sind fast 90% der Bewohnerinnen und Bewohner, die heute in einem Pflegeheim leben in Österreich, haben eine Form eines kognitiven Defizits bereits, jedoch noch keine medizinische Diagnose. Aufgrund dieses Befundes stellt sich natürlich die Frage nach der Spezialisierung eines Pflegeheimes. Und ich würde hier eher betonen wollen, dass Pflegeteams insgesamt wirklich auch aufgeschult oder weitergebildet werden, vor allem zum Thema Demenz, dass man hier ein Gesamtkonzept macht. Und ich denke, dass ein Zusammenleben von Menschen, die in den verschiedenen Phasen einer Demenz sind, wirklich eine ganz spezielle Expertise von Pflegeteams benötigt. Und aus diesem Grund ist einfach die Weiterbildung dieser Teams von größter Bedeutung. Als Angehöriger eines demenzerkrankten Menschen, wie starte ich die Suche nach einem geeigneten Pflegeheim? Also einer der Merkmale, auf die man besonders achten sollte, wenn man als Angehöriger einer Person mit Demenz sich für ein Pflegeheim interessiert, ist, dass man auf zwei Dinge achtet in einer professionellen Pflegeumgebung. Der erste Punkt ist, wie wird die professionelle Pflege durchgeführt? Ist es das, was mir als Angehöriger entspricht und bin ich damit einverstanden? Und der zweite Teil ist, welche Angebote kann das Haus oder die Institution für die Tagesgestaltung und für die soziale Betreuung einer Person, welche Angebote bietet die Einrichtung? Und da kann man also wirklich dann sehen, wie sehr sich ein Team schon mit dem Phänomen Demenz auseinandergesetzt hat. Und wichtig zu betonen ist wirklich, dass die Betreuung einer Person mit Demenz aus zwei Komponenten besteht. Der Hilfestellung im Alltag, also das kann natürlich auch, sind auch Pflegetätigkeiten, aber auch der sozialen Begleitung der Person durch den Tag. Das heißt, es müssen sinnvolle Aktivitäten während des Tages zur Verfügung stehen. Es muss ausreichend Chance für die Person bestehen, dass sie sich bewegen kann, frei bewegen kann und auch an spannenden Tätigkeiten mitmachen kann. Und das können Personen mit Demenz bis in die allerletzten Stadien. Und hier spezielle Expertise aus den Pflegeheimen zur Verfügung zu stellen, das ist ein wesentliches Qualitätsmerkmal einer Pflegeumgebung.